Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Deal With. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Folge und heute geht es um zwei ganz interessante Budget-Informs. Das Ganze heute ausnahmsweise mal nicht mit einem krassen Ben Arfa, nein, sondern mit zwei anderen Informs aus dem gleichen Team of the Week, die ziemlich interessant sind und die ich heute einfach mal vorstellen möchte. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 750 Likes wären richtig nice. Vielleicht schaffen wir das ja, würde ich mich tierisch drüber freuen. Vergewaltigt den Like-Button für mich. Eine große Unterstützung für euch, nur ein kleiner Klick. Also macht es ruhig mal, es ist für mich eine große Bedeutung und ihr wisst, was ihr damit bewirken könnt. So, ich würde sagen, wir labern nicht viel länger rum, nur noch kurz die Info. Instagram in der Videobeschreibung auf jeden Fall auschecken. Twitter, da bin ich mittlerweile sehr aktiv, jetzt wieder auch auschecken. Facebook, Granular, könnt ihr auch vorbeischauen, je nachdem, wie ihr wollt. Und demnächst gibt es T-Shirts, aber dazu in einem anderen Video noch ein bisschen mehr. Ich muss auch dazu sagen, ich habe dieses Video bereits einmal aufgenommen, allerdings gab es da irgendwie technische Probleme, weswegen die Aufnahme weg ist. Ich werde euch gleich die Statistiken der beiden einzelnen Spieler zeigen und dann seht ihr eventuell, wie traurig das ist, dass es weg ist, weil das war echt eine coole Episode, aber was soll's. Gucken uns die beiden Spieler und das Team einfach mal an. Zunächst einmal haben wir Hiroshi Kiyotake von Hannover 96, bisher zwei Spiele, davon eins Garage-Spiele direkt im ersten Spiel nach 10 Minuten und das zweite Spiel, ja, hat eine Vorlage gemacht. 3 Stein-Skills, Obi-Foot, Rechtsfuß, Mittel-Mittel-Arbeitsraten, 73 Tempo, 75 Shooting, 84 Passen, 84 Dribbling. In Hannover 96 in Form der dritte mittlerweile nach Schulz und Stieler, unglaublich, dass er einen bekommen hat, allerdings natürlich für die Leistung in der japanischen Nationalmannschaft bei 96 spielt er richtig unterirdisch. Traut sich vor allem nicht zu schießen, andererseits da, wo er zwei Buden gemacht hat. Vorne im Sturm war dann Jürgensen, Nikola Jürgensen von Kopenhagen. Er hat 80 Tempo, 80 Dribbling, 81 Shooting, ist 1,90 groß, Hochmittelarbeitsraten, Rechtsfuß, 3 Schöne Skills und Weakfoot, 77 Füße, 72 Passen, kostet nur 10.000 Münzen. Auch er hat 3 Tore gemacht, alle 3 im zweiten Spiel. Das erste, wie gesagt, waren nach 7 Minuten vorbei. Sieht sehr stark aus und das Geile ist, Leute, das Tempo, dazu das Dribbling, dazu das Shooting und dann noch mit der Größe und den Workrates hätte er Forster Weakfoot und Forster Skills. Wäre das vielleicht einer der besten Budget- und besten Stürmerkarten überhaupt im Spiel, aber auch so gar nicht mal schlecht. Und er steht vorne in der Spitze neben Lord Bender. Dahinter dann Amatei, der mittlerweile bei Leicester spielt. Sané, Kagawa, rechts Debuchy, der mittlerweile zu Bordeaux gewechselt ist, weil Bellerini verdrängt hat. Gab es ein sehr cooles Interview, er meinte, da gibt es einen jungen Spanier, der hat meine Position aber weggenommen. Sané, Gilo Boggi noch bei Chelsea, aber hier Augustinsson und im Tor Asmir Begovic. So, ich würde sagen, ich suche einen Gegner. Und wir sehen uns gleich wieder. Der Gegner wurde gefunden, er spielt in den Lord-Trikots, werdet ihr gleich sehen, hat ein englisches Team, zumindest englisch anmutend, aus der Premier League und der zweiten Liga mit rechts, Wellington Silver, den Five Stars, Killer vorne, Cameron Jerome, links Son Eriksen, dann Rodwell, Corker, Vertonghen, Rose und Link, was im Kasten, ich weiß es gar nicht wer, Innenverteidiger. Habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und Rechtsverteidiger kannte ich jetzt gerade spontan nicht, aber auch ein Bronzespieler. Was mich immer ärgert, ne? Ich gucke mir Jürgensens Karte so an, also unseren Stürmer quasi. Und denke mir, früher hat 96 so viele geile skandinavische Spieler geholt. Ne? Da hast du beispielsweise einen Abdelauer gehabt, einen Jakunan und so weiter. Also zumindest Spieler aus Skandinavien, beziehungsweise aus der Liga. Und mittlerweile nichts mehr. Nichts mehr auch nur andersweise in der Richtung. Jürgensen wäre so ein geiler Spieler gewesen, hat man sich nie mehr beschäftigt. Ich frage mich, warum. Ich meine, klar, es sind Star bei Kopenhagen, die spielen international, aber trotzdem, mit solchen Spielern sollte man sich bei 96 wieder mehr beschäftigen. Aber das ist halt Schmatke-Area und den haben wir nicht mehr, weil wir meinten, Slomka wäre wichtiger. So, machen wir einfach direkt mal das 1-0 und dann wäre das Thema direkt mal beendet. Da ist Bendtner, da ist Jürgensen, den kann er einfach machen. Kiyotake mit dem Ball raus auf Jürgensen. Er hat übrigens nur 81 Finishing in der letzten Episode, die ich ja nicht mehr habe. White heißt der anscheinend, okay, und er ist schwarz. hat er einen wunderschönen Finessi gemacht von der 16er Kante, von der linken, also da, wo er jetzt quasi gerade steht. Von da ungefähr. Einen wunderbaren Finessi in die lange Ecke, sogar in den Winkel. Das habe ich gewundert. Oh, Amatei, klasse Ballmitnahme. Ball auf Sané, 1-0. War das schön gespielt und Salif macht das Tor, wenn er das mal in Realität könnte. Dann wäre das so viel schöner, aber 96 schießen sie ja nicht. Ich muss dagegen wettern, weil wir zwei 96er in unserer Startelf haben. Aber vor allem die Ballmitnahme von Amatei war da richtig genial. Hier zack mit der Hacke, weitergespielt. Bendtner legt ab und dann ist das bei Sané und er macht das Tor. Ich bin übrigens gespannt, wie es mit Bendtner weitergeht. Genauso wie es mit Stendel weitergeht bei 96. Hat viele Jugendspieler geholt. Hochgeholt schon. Kommt vielleicht im nächsten Video zu. Schönes Doppelspiel von Debuchy mit zwei Teamkollegen. Jetzt ist aber Steven Corker da und der ist schneller. Debuchy kommt aber nochmal ran. Flanke auf den zweiten Pfosten. Jürgensen, aber Begovic. Durch die Beine. Amatei ist da. Übersteiger. Flanke auf... Kiyotake jetzt noch mit der Ecke von unseren Starspielern. Bisher noch gar nichts zu sehen. Amatei, oh wei. Der war ganz schön kraftvoll, aber deutlich am Tor vorbei. Der gefällt mir trotzdem bisher am besten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh, perfekte Flanke von Jürgensen. Bendtner kann ihn nicht verwerten. Aber da sieht man, der kann auch vorlegen, der alte Däne. Übrigens für Nationalmannschaftsleistung übrigens den Inform bekommen natürlich. So, jetzt vielleicht mal eine Gelegenheit. 31 Meter Freistoß für Kiyotake. Die kann er ja. Allerdings war der richtig scheiße. Irgendwie sagt er mir noch nicht so zu, gerade der Kiyotake. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht auch, weil ich in Realität nicht mehr so feier wie am Ende der Hinserie. Man will das Tor von Jürgensen, aber es will einfach nicht. Jetzt Debuchy. Nochmal abgelegt. Oh! Das war richtig schön der Elastico-Pass, aber. Quatsch, Elastico. Hokuspokus-Pass, aber bringt überhaupt nichts leider. Kiyotake Finessi, aber auch der absolut ungefährlich. Also da geht bisher noch überhaupt nichts. Begovic nochmal, aber das müsste jetzt auch Halbzeit sein. 3 Minuten sind eigentlich schon rum. Vielleicht kommen wir nochmal zum Angriff. Sieht aber nicht so aus. Nee, gibt sogar nochmal einen Freistoß für den Gegner. Also bisher eine sehr langweilige erste. Also ich sage, wir sind zwar in Führung durch das Tor von Sané, aber. Oh wei. Aber da passiert nicht wirklich viel, einfach weil Jürgensen nicht richtig im Spiel ist. Kiyotake kommt irgendwie gar nicht rein, von dem ist nichts zu sehen. Das war allerdings auch in der letzten Episode schon so, dass dem nicht viel gelungen ist, beziehungsweise der einfach nicht so stark war, wie er hätte sein können. Und jetzt müsste Halbzeit sein, genau. Wir sehen es vielleicht an Statistiken, das war gerade eben die erste ansatzweise vernünftige Chance des Gegners. Oh ja, dann gibt es 4 Schüsse, weiß ich nicht, woher die kommen. Es spielt sich eigentlich alles in seiner Hälfte ab, aber es geht auf jeden Fall noch was nach vorne. Und da muss Kiyotake noch mal ein bisschen wirbeln und Jürgensen noch mal ein bisschen treffen. So, Kiyotake jetzt noch mit einem schönen Pass auf Jürgensen. Korka ist schneller, aber er kriegt den Ball nochmal von Sané zurück. Jetzt wollte ich schießen. Egal, schöne Freistoßposition, vielleicht eine für Kiyotake. Die Anlaufanimation hat er, oh, viel zu schwach, aber auf der Linie geklärt. Och, Mann. Schöne Balleroberung von Kiyotake, war der abgefälscht? Ja, war er. Gibt einen Eckball, nachdem Korka da noch dran war. Mal sehen, wie wir das jetzt machen. Das ist Sané. Wir versuchen, Amatei da zu kriegen. Schaffen wir nicht, Kagawa kommt. Ja, super. Er ist natürlich kopfballstark bis zum Gehtnicht. Mehr sehen ist noch nicht vorbei. Lebt noch. Oder auch nicht. Jürgensen. Kiyotake, das muss es doch endlich mal sein. Es soll nicht sein. Keiner von den beiden möchte treffen. Oh Gottes Willen, doppelt im Sinne bezeichnen. Bendtner scheitert ebenfalls an Begovic. Also, dass Sané da quasi, oder dass Kiyotake dann nicht zum Schuss kommt. Und dann im Endeffekt auch Sané, den ich richtig an den Ball, beziehungsweise er dann noch so reingerätscht. Das war schön gemacht von Kiyotake. Nochmal schön gemacht von Kiyotake. Nochmal schön gemacht. Ah, nee. Begovic, jedes Mal wieder zur Stelle. Das ist echt unglaublich. Selbst die wunderbar getretene Ecke ist noch nicht gut genug, um hier mal wieder ein Tor zu schießen. Kiyotake, außer Distanz. Kommt nicht mal aufs Tor. Jürgensen, außer Distanz. Eine Latte. Einfach nur Ironie. Wieder stark von Kiyotake, wieder aufs Tor, aber wieder ist Begovic da. Ich weiß nicht, wie viele Schüsse es gab hier mittlerweile von Kiyotake. Bendtner mit der Balleroberung. Die Flanke in die Mitte, da ist Kiyotake. Er kommt nicht ran. Wäre auch zu dämlich gewesen eigentlich. Sané, Balleroberung. Naja, so halb. Jürgensen mit aller Energie und er macht ihn endlich. Er macht ihn endlich rein. Gott sei Dank. Nur 81 Abschluss, aber das war richtig klasse. Setzt sich hier irgendwie noch durch und damit der Pike mehr oder weniger reingewurstelt. Halleluja, endlich. Lasse dazwischen gegangen. Ich weiß nicht, von wem es war. Kann es gerade nicht sehen. Ich glaube, es war Kagawa. Kiyotake. Okay, im 16er. Kann ich mit links schießen. Geht mit rechts nochmal irgendwie rein. Aber das... Okay, bei Kiyotake ist es wie bei Hannover. Es soll einfach nie sein. Oder vielleicht doch. Jawohl, es ist doch noch der Fall. Kiyotake. Oh, Gott sei Dank. Er macht auch noch seine Bude, das 3:0. Und damit der zweite Treffer von unseren Episodenhelden von Jürgensen. Und dank der Balleroberung von Salif Sané, auch von Hiroshi Kiyotake, außerhalb des 16ers noch und dann in den Winkel, musste ja auch irgendwann mal funktionieren. Wei, oh wei.
Und damit ist Schluss. Wir gewinnen mit 3:0 gegen diesen doch sehr ungefährlichen Gegner. Gerade in der Offensive kam da nicht viel zusammen. Aber trotzdem haben wir uns schwer getan mit dem Tore schießen, zumindest Jürgensen und auch Kiyotake in irgendeiner gewissen Hinsicht. Aber egal was sollte, im Endeffekt haben wir gewonnen und das ist ja nun mal das Wichtigste. Tor von Jürgensen, 5 Schüsse, eine Bude. Naja, die beste Erfolgsquote ist es nicht unbedingt, aber es ist im Endeffekt in Ordnung. Und Kiyotake, ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse der hatte, da müsste auch ordentlich welche gehabt haben. Man of the Match sollte Sané sein, denn er hat eine Ballerobo, ja genau, Sané, Torvorlage und dazu noch ein Tor gemacht. Jürgensen hatte wie viele Schüsse? Kiyotake 7 Schüsse, 7 von 9 Schüssen aufs Tor. Jürgensen einer von 5 und der war auch drin. Von daher vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und ich möchte abschließend noch eine Sache sagen. Und zwar sind die beiden gar nicht mal so unterschiedlich von der Art her. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ehrlich gesagt, wie es bei Jürgensen aussieht. Aber sie haben ja beide Leistungen, beziehungsweise ihre Informkarten für Leistung bekommen, die sie im Nationalteam gemacht haben. Gerade bei Kiyotake sehr auffällig. Bei 96 klappt bei dem absolut nichts. Auch gegen Hamburg hat man das wieder gesehen. Hier übrigens auch die Statistik war relativ eindeutig. Da ging nicht sonderlich viel nach vorne. Und also beziehungsweise es ist ihm einfach nichts gelungen, was den Abschluss angeht. Er hat sich einfach nicht getraut zu schießen. In der Nationalmannschaft hat er das Selbstvertrauen. Warum auch nicht im Verein, das weiß man nicht. Natürlich 96 trifft nicht, aber das ist trotzdem sehr ärgerlich. Und jetzt gucken wir mal kurz nach, wie das bei Jürgensen aussieht. Allerdings lädt mein Internet gerade nur unglaublich langsam, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Normalerweise ist es relativ schnell, deswegen muss ich jetzt hier ein bisschen labern, um euch noch abzulenken. In der Liga 21 Spiele, 7 Tore. Das heißt, bei ihm sieht es ein bisschen anders aus. Aber nichtsdestotrotz, beide für die Nationalmannschaft erfolgreich gewesen und das ist das Wichtige. Übrigens heißt mein Gegner Hangover 96, das ist natürlich auch schön. Ja. Naja, wie auch immer, das war's von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. 750 Likes wären, wie gesagt, richtig nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, macht's gut. Haut rein und ciao.